So, heute gibt es ja mal einen kleinen Vergleich von den schönen neuen Starkids von Funke. Endlich mal jemand, der sich getraut hat, die herzustellen. NEM 14 Gramm auf 10 Stück. Gegen die bekannten Starkids von Feistel. Die besten, die es überhaupt gab. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Die von Funke sollen ja leider nicht so gut sein, aber testen wir trotzdem mal, wie sie sind. Und da sehen wir uns jetzt gleich beim Test. So, wir fangen an mit dem Feistel Starkids in Lila. Wie man sie kennt. So, jetzt geht's weiter mit dem Funke Starkids auch in Lila. Oh hey! Ja, Profi. Ja gut, das ging jetzt irgendwie schnell vorbei. Das war jetzt nicht so der Bringer. Das war aber wirklich kurz. Das war kurz, ja. So, jetzt machen wir die roten von beiden. Rechts ist Feistel, links ist Funke. Man muss es einfach so sagen, Funke ist da schlecht. Jetzt das Ganze in Gelb, rechts Feistel, links Funke. Also Funke war auf jeden Fall richtiges Gelb. Ja, die Farben sind besser bei Funke. Auf jeden Fall ging der Oma länger. So, wir machen weiter mit Grün. Ja. Farbe ist besser bei Funke. Trotzdem. Ja, intensiv ist Funke, aber. Die brennt doch alles leider zu kurz. So, und als letztes gibt es jetzt noch von Feistel Lila und Funke und Blau. Ja, na war gut. War beides blau. War beides blau. Ja, was soll man sagen? Funke lohnt sich nicht zu kaufen. Für fast 2 Euro die Schachtel. Das bringt's nicht. Bleib lieber bei Feistel. Ja. So, wir machen jetzt nochmal die ganzen Farben von Funke, also 5 Stück aus Schlag. Hat gut geklappt. So ein Mist.